Hallo ihr Lieben, stört euch nicht an den Geräuschen im Hintergrund, das ist mein PC. Und ja, wir sind bei einem neuen Vlog, falls ihr meinen letzten Vlog nicht gesehen habt. Ich verlinke ihn euch aber nochmal, ich glaube ich ihr, in der Infokarte und in der Infobox. Heute ist der 30.09., also der letzte Septembertag. Und ich mache heute, Lesemarathon. Mir ist gerade das Wort entfallen. Ich wollte es gerade auch sagen, aber es ist mir entfallen. Kennt ihr das? Auf jeden Fall möchte ich noch ein bisschen was schaffen. Lesen in diesem Monat, weil ich glaube, ich habe 4 Bücher geschafft und ein Hörbuch. Könnte das sein? Ist auf jeden Fall nicht so viel und ich würde gerne noch so ein bisschen was schaffen, auch wenn es nur kürzere Bücher sind. Ich lese nämlich eigentlich im Moment Riders von Veronica Rossi. Allerdings schaffe ich das nicht mehr in diesem Monat, weil, ja, das habe ich auch gestern schon gewusst. Ich habe gestern da drin auch überhaupt gar nichts gelesen. Ich habe gestern auch fast gar nichts gelesen, wie ihr in dem Vlog vielleicht gesehen habt, weil ich einfach andere Sachen zu tun hatte und deswegen wusste ich, dass ich das einfach nicht mehr schaffe. Es wird jetzt im Oktober gelesen. Ich habe allerdings gestern noch, wenn ihr den Vlog gesehen habt, werdet ihr vielleicht das wissen, weiß ich nicht, das hier begonnen. Kleine Katze Chi von Konami Kanata, glaube ich. Das ist Band Nummer 12, der letzte Band. Habe ich gestern noch mitten in den auch ein paar Seiten gelesen. Ich bin jetzt bei Kapitel 205, also es wird von Anfang bis Ende gerechnet, also auf Seite 35 von ungefähr 100, ein bisschen mehr als 100, glaube ich. Das schaffe ich heute auch noch, aber ich habe mir überlegt, dass ich das erst heute Abend lesen möchte, weil es irgendwie einfacher ist, wenn die Augen müde sind, einen Manga zu lesen, als ein richtiges Buch. Und ja, es geht auch schneller. Übrigens, entschuldigt dieses Lichtverhältnis, heute ist echt blödes Wetter und da ich heute ja nicht drehe, habe ich auch meine Studiolampe nicht aufgebaut. Deswegen werden die Lichtverhältnisse in diesem Video ein bisschen schlechter sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt, es ist übrigens schon 1:30 und ich bin schon fertig und so für die Arbeit. Ich muss mich nur noch umziehen. Aber ich bin geschminkt und so, deswegen kann ich jetzt guten Gewissens ein bisschen was lesen. Und ich habe deswegen begonnen, Herz über Klick von Amelie Moorman. Das hat ungefähr 108 Seiten, habe ich gesehen. Ich bin jetzt auf Seite 20 und ich bin guter Dinge, dass ich das heute noch schaffe, wenn ich mich ein bisschen dranhänge und mich nie so sehr ablenken lasse, schaffe ich das auch noch vor der Arbeit, weil so viele Seiten sind das ja nicht und es ist ja relativ groß bedruckt. Und ja, ich habe schon angefangen, es ist schon der typische Amelie-Humor drin und ich mag das sehr gerne. Deswegen werde ich das jetzt mal durchpowern, denke ich, und dann werden wir weitersehen. Ich habe ja hier noch einen Manga und noch ein kurzes E-Book und so. Mal gucken, was ich heute noch alles schaffe, damit der Lesemonat auch ein bisschen noch länger ist. Auch wenn die natürlich jetzt keine so dicken Bücher sind, aber das ist ja auch okay. Seite 27. Ja, danke Amelie. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Verliebtsein und Lieben. Falls ihr mein Video dazu nicht gesehen habt, das ist ja schon etwas älter, da habe ich mal drüber geredet, dass in vielen Jugendbüchern, vor allem, weil ich ja die ja lese, Verliebtsein und Lieben gleichgestellt werden. Oder als Synonyme bezeichnet werden und das sehe ich halt vollkommen anders. Und das hat mich immer aufstocken lassen, wenn ich das eine gelesen habe und dann nicht richtig wusste, was jetzt eigentlich die Beziehung ist, ob sie nur verliebt sind oder sich wirklich lieben, weil das immer irgendwie gleich benutzt wurde. Und Amelie hat das hier unterschiedlich beschrieben. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es bin nicht nur ich, die findet, dass dazwischen ein Unterschied ist. Aber ja, ich verlinke euch das Video mal, falls ich es nicht vergesse. Dann könnt ihr da nochmal vorbeigucken und meine Argumentation lauschen, falls ihr Lust habt. Amelie, I see what you did there. Also man erkennt so manche YouTuber schon wieder, zumindest die Typen so, aber auch manche Skandelchen oder sowas, was es schon in YouTube-Deutschland gab, werden hier wieder aufgegriffen. Natürlich werden die Namen nicht genannt. Hier sind ganz neue YouTuber vorhanden. Aber ich erkenne so das eine oder andere schon wieder. YouTube-Deutschland wird schon ganz gut repräsentiert, auch wenn unsere Protagonistin hier einen ziemlichen skeptischen Blick auf YouTube-Deutschland hat. Obwohl man ja bedenken muss, dass Amelie und ich auch Teil des YouTube-Deutschlands sind, auch wenn Booktuber ein bisschen was anderes sind als manche andere YouTuber, auch nicht so beliebt und so bekannt, aber trotzdem irgendwie ein Teil von YouTube Deutschland. Auf jeden Fall kenne ich so einiges wieder und es ist sehr interessant und immer wieder lustig. Ich mag hier den Humor sowieso und wenn es dann sich auf etwas bezieht, was ich selbst ja auch ganz gut kenne, ist das sehr interessant. Ist das hier ein Schreibfehler oder soll das nur die Kommentargesellschaft darstellen und dass viele sehr schön falsch schreiben?
Denn dass ihr füreinander bestimmt sein kann, ja nicht stimmen, grammatikalisch. Aber ich finde es irgendwie cool, dass das in einem Kommentar unter einem YouTube-Video so steht, weil es gibt nun mal auf YouTube so einige Leute, die kommentieren und diese Kommentare nicht mehr durchlesen und dann so Fehler drin sind. Wieso? Das ist übrigens auf Seite 82, wenn diese Kamera mal scharf stellen würde, was sie jetzt gerade nicht will, aber das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Oh, ich muss jetzt einmal arbeiten. Ich habe leider das Buch von Amelie nicht ganz durchbekommen. Es fehlt aber nicht mehr viel. Das mache ich dann, wenn ich von der Arbeit wiederkomme. Und dann werde ich auch die Mangas lesen und so. Deswegen wackelt es jetzt so ein bisschen. Von der Arbeit wieder da und Herz über Klick durchgelesen. Es ist jetzt 8:30 gleich, also 20:25 Uhr. Und ich bin ganz zufrieden damit. Es hat 4 Sterne bekommen. Es hätte gern ein bisschen länger sein können. Es war doch sehr kurz. Und deswegen natürlich hier und da so ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Aber an sich war es eine süße Geschichte. So für zwischendurch 100 Seiten kann man mal schnell verschlingen und ja. Ich mag Amelies Geschichten, das wisst ihr ja schon. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich als nächstes lesen werde. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt die Mangas nehme oder erstmal versuche, vielleicht das E-Book anzulesen. Mal gucken. Ihr werdet es ja gleich erfahren im nächsten Ausschnitt. Das ist übrigens das E-Book, das ich meinte. Ein Schluck Schicksal von Celeste Elaine habe ich jetzt beendet. Gibt es auch umsonst auf Amazon, wie ihr seht. Ist so eine Kurzgeschichte. Ich habe jetzt mal geguckt. Es hat 30 Seiten. Und es ist jetzt 22:26 Uhr und ich habe das beendet. Und ich fand es eigentlich ganz gut. Es geht um so einen Mann, der hat seine Frau bei sich, die gerade dabei ist, sich in einen Zombie zu verwandeln, in so eine Zombie-Apokalypse. Und er steht dann halt vor der Frage, was macht er mit ihr? Versucht er sie zu retten? Bringt er sie um? Was passiert jetzt da? Und ist halt hin und her gerissen. Das fand ich sehr interessant. 30 Seiten sind gut. Mal schnell lesbar. Das endet aber so furchtbar. Also, oh, ich habe es gelesen und dachte mir so, das kann die Autorin doch nicht machen. Das geht doch so nicht. Ich muss ihr gleich mal schreiben. Ich bin ja mit der Autorin so ein bisschen im Kontakt. Ich muss sie mal fragen, was sie sich dabei gedacht hat. Aber naja, ich habe das auf jeden Fall jetzt beendet. Ich finde, das kann man jetzt nicht so pralle, aber es passt halt zum Zombie-Horror-Genre. Ist es okay, auch für eine Kurzgeschichte, die halt umsonst verfügbar ist. Ich verlinke sie euch mal in der Infobox. Ich lese jetzt dann mal meine Mangas weiter. Also Kleine Katze Chi habe ich ja schon angefangen. Ich habe ja jetzt noch ein paar Stunden, anderthalb, um genau zu sein, in diesem Monat. Das werde ich jetzt da auf jeden Fall noch beenden. Und dann mal gucken, ob ich noch zu Orange komme. Ich sehe schon voll abgenudelt aus. Naja, ich wollte auf jeden Fall noch sagen, dass ich gerade schon irgendwie mit der Müdigkeit zu kämpfen hatte. Bei dem E-Book sind mir dauernd die Augen irgendwie zugefallen. Keine Ahnung wieso. Ich hoffe, das legt sich jetzt ein bisschen mehr. Also es hat sich ein bisschen gelegt, weil ich ein bisschen was getrunken habe an Wasser und so. Dann ist man so ein bisschen auch wacher, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, es legt sich jetzt bei den Mangas und so, weil das ja jetzt nicht so kleine Schrift auf einem kleinen Smartphone ist, sondern halt ein bisschen größer und mit Bildern und so. Wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall berichten. So, ich sehe immer schlimmer aus, glaube ich. Der Tag war auch schon lang. Es ist jetzt 23:16 Uhr. Ich habe mir gerade eine kleine Pause gegönnt und ja, ich habe Kleine Katze Chi beendet. Hier ist es. Der letzte Band, das war echt ein süßes Ende und es war echt schon fast tränenreich. Also es hat mich schon gerührt, muss ich schon sagen. Es ist eine sehr süße Geschichte. Ich finde sie immer noch ein bisschen zu teuer, 12 Bände, jeweils 9,95 €. Würde ich mir jetzt persönlich nicht unbedingt kaufen, aber wenn man es so in der Bibliothek findet oder so, finde ich es so richtig niedlich. Und ich nutze jetzt noch die Zeit im September quasi für den letzten Band von Orange. Band 5 ist das von Ichigo Takano. Und ich hoffe, dass ich das auch noch schaffe. Ist ja ein Manga, ne? Sollte nicht so lange dauern, aber ich bin ja eine nicht so schnelle Leserin, deswegen weiß ich das noch nicht. Aber wir werden gleich sehen. Es ist zwar schon spät, aber irgendwie habe ich noch ein bisschen Hunger. Ich habe mir jetzt so ein Stückchen Brot geholt. Das hat meine Mutter heute gebacken. Sehr, sehr lecker. Selbstgebackenes Brot und eine Banane. Es ist nicht so klug, um die Uhrzeit zu essen, glaube ich. Aber wenn man eher später ins Bett geht,
Geht das vielleicht noch? Ich weiß noch nicht. Ich werde mal gucken, ob ich das esse oder nicht. Und meine Haare, meine Güte. Ihr habt hier gestern vielleicht, also den Work von gestern gesehen, hoffentlich. Wenn nicht, wie gesagt, ich verlinke es euch. Und da habe ich ja geduscht, so gegen mittags. Und meine Haare sehen jetzt schon wieder nicht so toll aus. Also meine Haare sind sehr schnell fettend. Das heißt, 24 Stunden und buff, sehen sie nicht so super aus. Allerdings ist es ja auch schlecht für die Haare, sie jeden Tag zu waschen. Deswegen habe ich immer Probleme. Ich habe jetzt, als ich vorgestern in der Stadt war, dieses Trockenshampoo von Isana gekauft. Normalerweise kaufe ich normales Trockenshampoo oder Babypuder, aber das macht halt so weiße Schlieren im Haar. Deswegen habe ich jetzt das für braunes Haar gekauft. Habe ich auch heute Morgen, beziehungsweise Mittag schon, ausprobiert. Man sieht es definitiv nicht, aber so gut gewirkt habe ich das Gefühl, hat es nicht wirklich. Aber ich muss es noch austesten. Dann werden wir sehen. Ich hoffe, es wirkt ganz gut. Ich habe nur wieder gemerkt, dass ich diese Sprays nicht so gerne mag. Deswegen bin ich auf Babypuder umgestiegen, weil die mir ja so irgendwie alles zunebeln und einfach nur so. Ich muss dann immer davon husten und so. Es kommt dann überall hin. Finde ich jetzt nicht so angenehm. Wie findet ihr das so? Benutzt ihr Trockenshampoo? Wie benutzt ihr es? Und habt ihr das auch, dass das irgendwie dann im Rachen ist und so und euch zum Husten bringt? Das finde ich nicht so angenehm. Es war keine so gute Idee, noch eine grüne Banane zu essen. Die muss erstmal reif werden. Aber damit ist auch Orange beendet. Band Nummer 5, die gesamte Reihe und ja, dieser Manga und mein Tag. Es ist jetzt weit nach Mitternacht. Es ist mittlerweile 1:15. Ich bin auch schon total, ja, am Ende, wie man sieht. Was macht die Strähne da? Ich gehe auf jeden Fall jetzt gleich ins Bett und damit ist auch dieser Vlog beendet. Ich zähle das jetzt noch zum September, auch wenn es schon nach Mitternacht ist. Aber hey, ich habe noch nicht geschlafen. Es ist also noch kein neuer Tag. Zumindest ist das so bei mir. Und ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich das dann öfters mal. Ich versuche hier immer zum Ende hin des Monats nur ein bisschen was reinzuquetschen, auch wenn es was eher Kürzeres ist. Oder sonst kann ich auch mal so einen Tag begleiten. Irgendwie hatte ich jetzt Lust auf Vlogs und dann habe ich es einfach gemacht. Ja, ich muss jetzt gleich noch diese Lampe doch noch abbauen, die ich doch noch aufgestellt habe, weil es einfach viel zu dunkel ist und die Qualität dann immer schrecklich ist. Deswegen habe ich die hier aufgebaut. Und ja, ich packe das jetzt da wieder ein und dann gehe ich gleich ins Bett. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, Leute.